Varuta ist hinter uns und es regnet wieder. Oh mein Gott, ist der Fluch wieder doch aufgetreten? Nein, Leute, ist einfach bloß normales Wetter. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Breath of the Wild, The Croc Edition. Ja, wir suchen sie immer noch und ich glaube, ich werde jetzt einfach hier, ja, mal hier runter segeln, dann wieder hier hoch, dann da runter. Ja, das ist einfach, es ist einfach zu viel, was ich jetzt hier wieder machen kann. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Das olle Wetter lädt eh nicht zum Klettern ein, sondern eh nur zum Runtersegeln. So, okay, ein bisschen ein Stück weit muss ich denn doch fliegen. Ich weiß gar nicht, wo die bei Soras Reich sein sollen. Da habe ich einfach irgendwie, da war die Karte und die Guides waren relativ ungenau, was die Platzierung angeht, weil das sah irgendwie ganz komisch aus. Von wegen irgendwie auf irgendwelchen Dächern oder so was. Na, ich hoffe mal, die Krogmaske wird mir helfen. Oh, halt. Ist der hier? Gucken. Halt, ich muss hier noch irgendwie über so einen komischen Weg rüber. Okay, doch unten. Dann wohl doch unten. Oder hier oben drauf, Moment. Ah, okay, der ist hier oben. Oh, beinahe zu weit runter gesaust. So, wo ist er denn? Wo ist er? Wo? Ah, hier am Teich rennt einfach einer rum. Okay, boah, pff, richtig schnell. Na komm, also jetzt steht er da oben. Na, was zum... So. Und der hat sich aber hier einen schönen kleinen Platz ausgesucht. Voll der schöne Teich. So kann der weg. Jetzt halt einfach nochmal schnell straight nach da unten. Ja, und dann einfach das Beste wieder schnell zu Varuta hoch teleporten. Dann klappt das schon. So, da unten habe ich auf der... Ja, ein Steinkreis. Hat man schon auf der Karte gesehen. So. Naja, okay. Also die Vögel wieder aufgeschreckt. Kein Problem. So. Tada! Ich glaube halt noch so mindestens vielleicht 3 Parts noch und dann haben wir halt wieder ein Hunni voll. Das ist doch gut. Das ist doch sehr, sehr gut. So, jetzt einfach gleich wieder hier hinbeamen. Zack. Geht schneller. Einfach weg. Aber dann haben wir wieder Hunni voll. Und bei den nächsten 100 Markierungen habe ich ja schon erwähnt, ne? Dann sollte die ganze östliche Seite Hyrules erkundet sein. Sollte. Ne, in dem Fall, ich habe nichts übersehen oder so. Naja. Und dann geht's einfach mal zur Gerudo-Wüste, damit wir bald mal hier das olle Männer-Dating-Programm sehen. Ist das überhaupt ein Dating-Programm oder einfach nur von wegen, worauf man aufpassen muss bei Männern? Oh Mann, das weiß ich selber nicht mal so genau, aber okay, egal. So, Varuta ist da. Jetzt einfach genau hier runter. Versuche jetzt die 3 einzusammeln. Dann geht's zu dem Turm, dann sammle ich das ein und das da. Gut, okay. Ach ja je. Warum regnet's denn hier oben? Ist anscheinend doch wegen Varuta. Dass es da oben immer regnet. Kein Plan. So, manchmal gibt es ja schon streckenweise auf der Karte halt echt keine Crocs. Und da wundert man sich, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Aber nee, nee, also laut Guide ist dann halt da einfach nichts. Nichts. So, muss ich da oben einfach auf den... Achso, das hier. Wo ist er denn? Noch ein bisschen weiter hier runter. Aha. Ah. Okay, ich muss wieder cool sein. Oh. Ich hasse es, wenn ich cool sein muss. Obwohl doch, das ist ja hier ganz einfach. Hier muss ich ja bloß mit Hilfe des Eismoduls wieder so abprallmäßig das machen. Das kann... Oh. Nö. Würde das überhaupt klappen? Warte mal, ich probiere es erstmal aus. Wenn nicht, muss ich doch ohne Eis machen. Obwohl, ich glaube, ohne Eis... Das kommt hoch, da Link. Er checkt es einfach nicht. Dann muss ich es doch von hier machen. Okay. Okay, okay, okay. Mann, die Dinge sind immer die schlimmsten, ey. Muss man so... Ja, zieh genau! Ja! Yeah, ich hab's geschafft. Flupp. Danke für den Stein, den du auf den Kopf geworfen hast. So, 15 Crocs. Die wir alle gar nicht mehr brauchen. Denn wir haben die ganze Tasche voll, Leute. Alles ist voll. Jetzt sammle ich sie bloß noch hinten auf Seite 2 meiner wichtigen Dokumente. Oh mein Gott. Nein, was ist los? Ja! Boah, voll den Typen getötet. Zum Glück auch gleich den Stärksten. So. So, da. Holzpfeile, sehr gut. Was war das denn hier? So. Tadam. Ja, komm, jetzt können wir das auch mitnehmen, ne? War schon lange nicht mehr gemacht. So ein Ding hier einfach mal mitnehmen. So ein Preis, ne? Mal gucken, was die geklaut haben. Oh, Holzpfeile, das ist echt gut. Die sind doch nicht schlecht. Ich würde gern noch mehr Holzpfeile haben, bitte. Na? Na? Ein Saphir. Na gut. Ups. Ne. Ja, die ganzen Kisten sind mir jetzt erstmal egal. Obwohl, es könnten noch mehr Pfeile drin sein, ne? Noch mehr Pfeile! Es sind tatsächlich noch mehr Pfeile. Okay. Gut.
Du. Mann, ist das wieder ein Scheißwetter. Ich muss jetzt da auch noch hoch. Okay, gut, das schaffe ich aber. Außer ich falle jetzt hier ganz blöd runter. Guck, da ist ein Stein. Da wird der aber nicht sein, ne? Nee, der wackelt ja nicht. Oder ist der Krog jetzt wieder hier drunter oder ist er hier oben drauf? Ich glaube, der ist oben. Hups. Hups. Masterschwert hat seine Kraft zurückerlangt. Jawohl. Jawohl. Revali's Sturm ist bereit. Revali hat auch seine Kraft zurückerlangt. Ist doch klasse. Oh nein, wieder so. Ah nee, okay, gut. Oh, ich dachte schon wieder so eine Plattform von wegen. Flieg dahin, um das und das zu kriegen. Wir wissen ja, wie Spaß dir das macht. So. Stup, haben wir den kleinen Typi. Ja. So, und die. Hier, oh, das sieht so cool aus, Mann. So geil. So, halt Karte. So. So, jetzt halt noch den und dann halt geht's wieder zurück zum Turm. Der hinten ja schon strahlt und von da aus kann ich dann viel besser die anderen Sachen sammeln. Nein, noch so ein Oder Exalfos. Exalfos, den will ich aber nicht. Was ist denn das hier für eine Leuchte? Achso, hier sind wir ja lang gegangen, als wir zu den Soras waren. Oh, das ist schon lange her, als wir hier waren. Ja, da kann ich natürlich keine Zeit gehabt, mich nach um Krogs umzusehen. So. Okay. Hier jetzt irgendwo. Ah. Hier oben drauf. Erzähl mir doch nichts. So, okay. Einfach nur ein Stein. Sehr gut. Tada! Ja, zum Glück hat Nintendo einen nicht allzu nervigen Sound eingebaut, wann immer man einen Krog findet. Oh, das wäre so übel, ne? Stell ich mal vor. Ja, das war eigentlich, glaube ich, nicht. Das wäre so ja einfacher, hier hinzugehen, oder? Also, sofern es halt nicht regnet. Okay, gehe ich mal dahin. So, weil, stell dir mal vor, der Sound wäre richtig nervig, wenn ihr einfach mal so einen Krog einsammelt. So wie du. Nee. Will ich mir gar nicht ausdenken. Weil dann macht es ja noch weniger Spaß, die einzusammeln. Aber wir haben gleich 460 mit den beiden, die ich jetzt noch schnappe. 460. Ey, wer macht sich denn die Mühe, ey? Wer macht sich denn die Mühe? Vor allem der Preis ist halt so lächerlich einfach nur. So ein lächerlicher Preis, den man gekriegt, den man dafür bekommt. Naja. Okay. Wetter ist wieder schicker. Sehr cool. Also erstmal da den Berg hoch. So. Okay. Was? Komische Mucke hier. Ist der Drache irgendwo? Oh. Nee, Drache ist nicht da. Okay. Lalala. Badabam. So, Wildschwein, lass mir in Ruhe. Alter Wildsau. Dann komm ich hoffentlich von hier oben leichter zurück zu dem anderen und dann. Ja. Gut. Hoffentlich ist das nicht so ein Fliegender, der mich gleich wieder woanders hinschicken will. Bitte nicht. Könnt ihr mir aber vorstellen, sieht so komisch aus. Und es. Oh nein, dann toll. Welche Richtung? Wir komplett in die falsche Richtung. Ah, bis da hinten hin. Na gut. Okay. So, und? Na? Ja. Rivali, klappt das? Ah, okay, da hätte ich eigentlich auch so hinrennen können. Ja, okay, gut. Ja, hätte ich eigentlich auch hinrennen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, man hat aber hier noch Zeit. Lohnt sich ja gleich wieder eher, sich zurückzuporten. Oh mein Gott, na toll. Na komm, jetzt schaffe ich aber irgendwie los. Renn, Link. Renn. Dim, 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 dim. Erstmal aufladen, damit du wirklich rennen kannst. So. Okay. Oh Gott, wo ist denn das Ding? Oh Gott, okay, gut, schaffe ich aber. Oh. Ey. Schupp. Diese Crocs. Na, tschüssi. Ich nehme mal das Falsche. So. Nein, Stempel löschen. So, nicht Stempel ändern. So, dann kann. Achso, das ist ja der Stempel hier, stimmt. So, dann halt jetzt noch hier hin. Ja, das ist einfach. Ich bin mich auch wieder zurück. Ein Hin und Her gebe ich mir hier. Muss sein. Muss sein. Ja, wenn denn bei Soras Domain. Vielleicht mache ich die einfach jetzt, damit ich die schnellstmöglich finde, das hinter mir habe. Weil wo könnten die denn sein? Ich schätze mal. Unter dem Soras Reich, also unter dieser Stadt, wird bestimmt einer sein. Da habe ich mich ja kaum umgeguckt. Und vielleicht ganz oben auf dem Dach einfach wieder. Auf der Spitze des Thronsaals oder so. Oder hinter dem Thronsaal, vielleicht hinter dem dicken König Sora. Wäre okay, wir auch vorstellen. Was macht ihr immer so komische Geräusche, ey? Wie soll das soll, ey? Ich bin halt der King, ne? Ich muss ja gerade aufpassen, ey. So.
Ups. Ups. So, Linky kannst du gut stehen. Ein paar Schnaufen. So. Ah, ich glaube, wenn ich jetzt hier lang gehe zu dem Krok, bin ich eh auf einem guten Weg, zu Soras Reich zu gehen. Naja, fast. Wo ist denn der jetzt? Da. Also, und dann der fliegt von hier oben erstmal hier runter und dann biegt mich, glaube ich, wieder weiter weg. Ja, biegt mich doch wieder zurück. So, da oben auf dem Baume wird er bestimmt sein. Ach, Leute. Eine Geduldsprobe. Sowohl für den Let's Player, mich und euch Zuschauer. Ich verstehe das. Aber trotzdem, wie gesagt, schön, dass ihr trotzdem zuschaut. Hab auch schon gesehen von wegen. Ja klar, ich schaue immer zu. Sehr nett, Leute. Danke, danke, danke. Und es kommt ja auch nicht so oft vor, dass in einem Zelda-Spiel sowas passiert, ne? Und ich war eigentlich nie irgendwie so von wegen, dass ich das nicht gut fand. Weil ich daran denke, dass man ja früher, in früheren Zelda-Spielen gab es dann so Sachen von wegen Sammel 100 Skulpturas. Das fand ich eigentlich schon ziemlich cool. Ja, waren auch bloß 100, ne? Ist ein bisschen was anderes als 900. Oder auch die 60 Geisterseelen bei Twilight Princess. Haben mich eigentlich auch nie gestört. Habe ich auch eigentlich gerne gesammelt. Ja! Deswegen, also, die 900 ist zwar sehr, sehr heftig, aber an sich stört es mich auch nicht. Ist halt schön, wenn man das so 100% hat. So richtig 100%. Wir haben jetzt 62%. Okay. Und jetzt halt nochmal hier runter gleiten. Ups. Zu einem Eismagus! Nein. Oh Gott, das ist ein Händler, der zum Eismagier kommt. Oh nein. Ja, dann hier schnell hin und dann wieder wegbeamen. Wieder hier ins zerklüftete Gebiet. Ist hier noch unten andere in der Nähe erstmal? Nee. Hier werden auch welche in der Nähe sein, andere. Bloß habe ich mir jetzt erstmal nicht markiert. Weil halt, ne? Nee. Weil meine 100 Markierungen dann irgendwann alle waren. Ist er da oben auf dem Stein einfach drauf? Oder wo ist er? Da. Maske, hilf mir bitte wieder. So. Maske, wackeln. Wackelmaske? Nee. Oh Gott, wo soll denn der jetzt hier sein? Ohne Löschechse. Okay, der ist nicht hier oben. Der ist ja vielleicht... Irgendwo da drunter ist ja wieder eine Höhle? Ach so, hier ist er. Oh Gott. Okay. So, das wird der sein, den ich mir da markiert habe. Oh Gott, wo wäre denn der? Das ist hier. Okay, egal. Schnell! Ich hoffe, das ist er auch. Ich glaube, ja. Dürfte die. Ich habe die Markierung wieder ein bisschen off-center gesetzt. So, aber... Geschafft! Schupp! Okay. Geil. So, lass mich mal schnell... Ja doch, das ist der gewesen. So. Ja, und jetzt halt... Ach, habe ich hier nur irgendwie ein so ein Ding? Okay, Mike, Oma, schnell. Von hier aus kann ich ein bisschen runterbeamen. Ja, ist immer blöd, wenn man sich beamen muss. Im Endeffekt für nur einen Krok. Und dann sich wieder zurückbeamen muss. Ich weiß, ist ein bisschen blöd, aber wird noch öfter vorkommen. Kochen. Wenn du mehrere Zutaten desselben Typs auf einmal verwendest, bleibt der Effekt der gleiche, aber das Gericht füllt mehr Herzen auf. Ja, außer bei einer Maxi-Rübe. Die kannst du einfach so rinschmeißen. Das ist cool. So. Wieder an einem Stall. So, ich hoffe dann irgendwie später, dass bei dem Berg nicht so viele Schwere sind. Aber wenn wir bei dem Berg sind, da wird er dann nochmal... Ah, da hinten auf dem Weg, oder was? Ist ja hier so ein Wasserpfad. Da wird dann auf jeden Fall... Ups, nein. Da wird dann auf jeden Fall nochmal zu den Ruinen gegangen, die ihr mir schon erzählt habt. Allgemein gucke ich, glaube ich, mal nach, was so ein bisschen auffällig aussieht. Oh Gott, was sind das jetzt hier? Okay, wo sind die Steine? Muss ich die echt weit schleppen, oder was? Obwohl, nee. Da ist ja der Weg hier alles... Soweit. Ich kann ja hier stehen. Bis wohin kann ich stehen? Okay, bis hier so, ja. Gut. Dann da hinten. Oh Gott, ist doch trotzdem tief. Und es ist so ein Gewitter. Oh. Wieso denn? Oh Gott. Alter, schlägt der Blitz hier ins Wasser ein. Okay, warte, da muss ich erstmal schnell mein Thunderhelm nehmen. So. Dann komm noch her. So, oh Gott, ich sehe hier fast den Boden gar nicht. Oh, du. Voll den Stein eingeschlagen. So, hier lang. Oh, ein wandernder Stein, man sieht Link gar nicht mehr. Der Stein bewegt sich! So, darf ich bestimmt nicht zu weit werfen. Ich mach's einfach.
Yeah. First try. War aber nicht schwer. So. Du hast mich entdeckt. So, bevor ich hier noch eins auf den Deckel kriege. Zack. So, oh, hier sind auch richtig viele. Komm, holen wir uns mal die. Holen wir uns mal bei dem Akala-Institut. Warum sind da so viele? Die habe ich alle gar nicht gesehen. Na, vielleicht, weil hier so viele Gegner sind, ne? Obwohl, da wird es bestimmt auch noch weiter blitzen und donnern. Was mache ich denn da jetzt? Ich will mich ja trotzdem noch verteidigen können. Und nicht abgeschossen werden. Komm schon bitte nicht wieder das hier. Lass doch mal das Gewitter sein und nimm mir nicht auf den Sack. Ich freue mich schon, wenn die Zahl da steht, denn 120 Schreine und 900 Krogsamen. Das wird cool. Und dann mache ich, glaube ich, einfach nur, weil es schicker aussieht, mein Geldkonto auf 10.000. Nur, weil es schicker ist. So, ja, guck mal, ich mache mal aus in den Heldenmodus. Erstmal den Helm wieder ablegen. Krogmaske aufsetzen. Ja, ist mir halt ein bisschen kalt, ne? Und Link, Mann. Oh, Mann, echt mit den ganzen Wächtern. Ja, wo ist wo? Aber ich kann mir vorstellen, an dem Baum da. Okay. So, ja, hier macht er erstmal. Bloß wo? Hier sind so, sieht so aus, wie so zwei sind. Ah, okay, ist einfach was zum Wegburnen. Ich habe nichts zum Wegburnen, aber die trotzdem. So. Flupp. Den habe ich. Das ist natürlich die Blöde, wenn hier so zwei nebeneinander sind. Ah, die Maske wackelt auch noch. Oh nein, das habe ich aber nicht. Oh nein, wartet mal. Ich gucke mal. Kann sein, dass er da unten irgendwo ist. Ich glaube sogar, er ist da unten irgendwo. Hier, guck mal, hier. So. Okay, da wird er sein. Dann sind dann zumindest zwei nebeneinander, dann kann ich die schon mal wegmachen. So, außer er wackelt jetzt immer noch. So. Wackelt jetzt immer noch? Nee. Okay, also, die beiden hier sind erledigt. So, jetzt noch hier noch zwei. So, sind die weiter unten oder müssen die dafür höher? Oh Gott, die Metallkisten. Ach ja, dann kann man die ja richtig gut wegballern, die Dinger. Stimmt. Mach ich einfach mal. Na, Tübi. Oh Gott. Alter, der hat viel Energie. So. So, siehst mich nicht. Boah. Wow. Siehst mich nicht. Ich muss irgendwie seine Dinger kaputt machen. Boah. Oh Gott. Tschüss. Ich glaube, ich muss eh wieder hoch. Pass auf, kleiner Krog, die wird scharf geschossen. Macht mir da nichts. Ich gehe einfach mal wieder hoch. Puh. Richtig schön hochgefloatet. Ist okay, denn. Wir müssen da oben sein. So. Hier sind noch weitere Bäume. Ja, okay, gut. Oh. Was will er denn jetzt schon wieder? Jetzt sag mal nicht, dass der da drunter ist. Das wäre krass. Oh Gott. Link, was ist das? Link, wieso visierst du ihn nicht an? Ich wollte voll nicht anvisiert. Gut, egal. Ist er hier drunter? Nee. Das wäre krass. Okay, ist er hier oben? Oder ist er einfach echt wieder auf dem Baum? Oder ist das ein Baum mit Früchten? Nee, okay, wo? Oder? Achso, okay, dann ist er bestimmt doch hier drunter. Hier unter. Ja, okay, da ist doch, ich hab's gesehen. Hier ist so ein Blätterhaufen. Okay, komm, ich nehm doch mal mein gutes altes Feuerschwert. Nein! Oh Gott. Feuerschwert. Nein. So. Okay. Feuerschwert zerbricht gleich. Mann, Mist. Aber egal. Muss ich mal wieder hoffen, dass ich eins finde. So, dann kann die Markierung weg. Dann haben wir noch einen hier. Den hatte ich schon mal gefunden hier. So, dann kann ich, wenn ich hier bin, einfach nochmal runterfliegen oder hier hinfliegen. Nee, eigentlich müsste ich hier hin, ja, stimmt. Stimmt. Und dann von da aus hier runterfliegen, sollte besser sein. Auf der Brücke ist auch noch einer. Ah, hier sind richtig viele. Aber okay. Der Turm ist aber allgemein ein guter Spot zum alles erreichen. So. Wo ist er? Ist er hier? Da liegt eine fette Waffe. Oh. Fette Waffe nehme ich mit. Soldaten, zwei Händer. Ach, naja, okay.
Nee, den dann doch nicht. Okay, anscheinend ist er doch weiter oben. Komm ich da hochgeklettert? Okay, da komme ich aber hochgeklettert. Von alleine, ohne Revalis Sturm. Ups. So, Alter, die haben sich hier richtig überall hingelistet. Das gibt's doch gar nicht. So. Dann geht mein Schwert halt bald kaputt. Flupp, ist doch egal. Aber egal ist es nicht, wenn ich hier alles verkacke. So, 25 haben wir wieder. Super nice. Da wir hier voll wieder zwei nebeneinander sind. Aber okay, gut. Dann halt jetzt nochmal dahin. Ich muss niesen. Oh, Verzeihung. Verzeihung. Leute, es ist aber echt irgendwie übel, dass ich mitunter... Nicht überall, glaube ich. Ich glaube nicht, aber es war ja auch so ein Running Gag, dass ich echt in jedem meinem Let's Play irgendwie mindestens einmal niesen muss. Mindestens. Aber, naja, was soll ich denn machen? Ich bin doch auch nur ein Mensch, Leute. Menschen müssen niesen. Und es stört doch eigentlich. Ich habe noch nie mitgekriegt, dass es irgendeinen stört, dass man niest. Ich sage immer, dass es mir leid tut und so. Und deswegen, aber... Ich will doch einfach bloß gesund sein, Leute. Apropos gesund sein, Leute, ne? Bevor der Party vorbei ist und weil ich gerade genossen habe, ein Tipp, Leute. Ja? Ohne Spaß. Neueste Erkenntnisse haben erwiesen, dass ihr halt auf keinen Fall euer Niesen zurückhalten sollt. Gibt ja Leute, die machen dann... Das ist halt überhaupt nicht toll. Das ist nicht gut. Euer Körper hat nicht umsonst so eine Reaktion halt. Wenn er niesen will, dann soll er niesen. Okay, Turm ist besser. Der Berg ist da zu hoch. Der Berg ist hoch, dann komm hier aus mich hin. Also, ja, niesen nicht zurückhalten. Das soll halt raus. Ja, ist halt... Da muss man sich halt die Hand vorhalten, wenn andere gerade im Raum sind. Gut, okay, natürlich ganz seltene Situationen. Dann kann man schon mal versuchen, den Nieser zu unterdrücken. Aber an sich halte ich mir einfach mal bloß die Hand vor. Oder ein Taschentuch oder so, wenn ich merke, dass ich niesen muss. Und es ist ja auch erwiesen, dass Schnauben auch nicht mehr so die gesündeste ist. Wenn man die Nase läuft und so was alle, dann muss das natürlich irgendwie raus, der ganze Schnodder. Sorry für die Leute, die gerade was essen. Aber es ist tatsächlich besser, hochzuziehen. Ich will schon so, ne? Und es dann halt runterzuschlucken. Das ist echt besser. Klingt jetzt zwar eklig, aber ganz ehrlich, Leute, das kommt ja nicht, wenn ihr was hochzieht in eure Nasenhöhlen, dann kommt das ja nicht an eure Zunge vorbei oder irgendwie in euren Mund. Kommt es ja nicht rein, dann schmeckt ja dann nichts, ne? Und dann kümmert sich halt der Magen um den Rest. Und die Magensäure zerballert dann alles und dann sind die Bakterien wirklich alle weg. Sie sind aus der Nase raus, in eurem Magen und weg, ne? Ist ein bisschen eklig und vielleicht hat sich irgendwie inzwischen was geändert an diesem Status Quo, aber ja. Aber wie gesagt, noch wichtiger ist, nicht den Niesen zu unterdrücken. Die Bakterien sollen raus. So, wo ist denn jetzt hier der Stein? Er soll in dieser Richtung liegen. Oh, oh Gott, da unten. Na gut. So, ist dann auch der letzte Stein für heute. Den ich jetzt schon slalommäßig hochtragen muss. Obwohl, nee, zu der Brücke fliege, oder? Zu der Brücke schaffe ich es auch noch. Von der letzte Stein für heute, der letzte Krog. Aber wartet. Wartet. So. Und Leute, sorry Leute, ich wollte jetzt nicht hier ekelhaft sein oder sowas. Oder disgusting. Ich wollte einfach nur mal erzählen. Ich bin doch gekommen, weil ich niesen musste. So. So, dann also zack. Zack, boah, schön viel heute hier gefunden, ey. Boah. 6 Stück hier irgendwie. Oder dann noch ein 7. und hier noch ein 8. Dann irgendwann muss ich hier halt wieder hoch. Ja, hier will ich dann allgemein den ganzen Berghang lang gehen. Okay, aber ich glaube, es wird echt besser, beim nächsten Mal anzufangen, hier runter zu fliegen, dahin zu fliegen. Hier sind eigentlich noch viel, viel mehr, aber ich habe erstmal nicht so viel markiert, ne? Wie gesagt, so halte ich mich da hin. So, letzter Krog, willkommen! Oh Gott, ist der da unten? Ich hoffe, der ist da unten einfach. Ja, der wird da... Ja, okay, da sehe ich schon eine Platte. Yeah! Brücke von Arcana. Einsturz gefährdet. So. Okay. Das ist wieder so ein Ding. Okay, bis heute bin ich mal wieder lustig und mach das mal wieder mit Ballons. Weil das ist echt lustig. Habe ich schon einmal gemacht, aber warum nicht mal öfter zeigen? Wo sind denn die Octorok-Ballon-Dinger? Da. So. Wieso kann ich die nicht in die Hand nehmen? Nehmen sie doch in die Hand, Link. So. So, reicht und... Flupp. So geil irgendwie. Na, okay. Flupp. Ja, hallo. Wir haben ihn gefunden. Oder gerettet, ne? Ich meine, der wäre nie alleine da wieder rausgekommen. So. Zack, auch gefunden. Okay, Leute.
Dann würde ich halt sagen, ja, es läuft, es läuft. Oh Gott, hier ist auch noch Tingles Insel. Die müssen wir auch noch machen. Machen wir auch beim nächsten Mal. Ich beam mich jetzt nochmal hier hin zum Turm. Flieg dann zweimal runter. Also muss ich mich zweimal hinbeamen, hol mir die beiden Crocs da. Und dann machen wir, glaube ich, mal Tingles Insel. Die ist so schön abseits von allem. Und dann finden wir uns noch 31 Crocs. 31 nur noch. Ist doch nice, ist doch 500 denn, ey. Boah. So viel muss man noch nie in einem Zelda-Spiel sammeln. Wie ich ja vorhin erklärt habe. Skulpturas oder halt Geister. Schade, dass es bei den Geistern in Twilight Princess, dass es nur so wenig waren. Hätten sie auch 100 sein können. Weil 60 ist irgendwie so eine komische Zahl. Ist egal. Ist egal, Leute. Ich lasse ihn jetzt nur ein bisschen rumfrieren. Er füttert gar nicht. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.